Hallo, lieben Stiere, hier ist Julia von Weil du schön bist und heute mit der Kartenlegung für den April 2020. Und ich eröffne hiermit das Video mit einem kleinen Geheimnis. Ich bin auch Stier, das heißt, ich bin jetzt mega gespannt auf diese Kartenlegung, was der April für uns bringt. Ich nehme die Linnemore-Karten und die Tarot-Karten, also heute das erste Mal beides in Kombination. Dann könnt ihr auch sehen, was so der Unterschied ist, welche Informationen oder Nachrichten oder Messages man von welcher Methode bekommt. Gerade wenn ihr auch eure eigene Kartenlegung möchtet, ich biete ja immer beides auch in Kombination an, was sehr, sehr gerne genommen wird, habt ihr jetzt nochmal mehr den Einblick darüber, wie das eigentlich funktioniert, wenn man beides auch miteinander kombiniert. Wenn du deine eigene Kartenlegung möchtest, die ganz persönlich für dich und deine Situation abgestimmt ist, kannst du mir gerne schreiben, eine E-Mail oder auch auf Instagram mit mir connecten. Alle Infos hier unter dem Video. Ich habe auch einen englischen Kanal, wo ich auch Videos hochlade, wo ich natürlich dann auf Englisch rede, weil ich in England wohne. Auch ein englisches Instagram, auch alle Infos wieder unter dem Video. Also ihr könnt mir da gerne auch folgen. Und bevor wir jetzt anfangen, jetzt sehe ich gerade 111, wunderbar, schöne Zahl hier, fangen wir an mit der kleinen Entspannung. Gerade insbesondere mit der aktuellen Weltsituation ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ein bisschen Entspannung in unser Feld bringen. Wenn du das nicht möchtest, dann geh jetzt einfach zu 2 Minuten 30, da geht dann die Kartenlegung für dich los. Und wenn du ein bisschen Entspannung möchtest, dann lausche jetzt der Klangschale. Ihr lieben Stierkollegen da draußen, ups, ein bisschen laut. Liebe Stierkollegen, ich lege jetzt für uns die Karten aus und in einer Sekunde werdet ihr das Deck sehen. Ich werde tatsächlich von Video zu Video besser, die ganzen Karten ins Deck zu bekommen. Wahrscheinlich, wenn wir dann bei Schütze angelangt sind, habe ich es ja, geschnallt, wie ich jetzt alle Karten schön ins Deck, ins Bild bekomme. Also, liebe Stiere, lieber Stier, der du jetzt guckst, du bist die Frau hier oben, denn ich muss mich ja immer entscheiden, wer du bist, während hier der Mann ganz unten dein Herzblatt ist. Egal ob Mann oder Frau. Also auch du als Mann bist die Frau und egal in wen du verliebt bist, ob Mann oder Frau, ist hier der Mann. Schauen wir doch als erstes, was um dich herum ist. Also, ich sehe, hier spielt sehr viel die Vergangenheit eine Rolle. Du wendest dich gerade von einer karmischen Lernaufgabe ab. Da scheint auch die Sonne neben das Karma, das heißt, das wird aufgelöst. Du selber bist im Haus der Transformation. Also du gehst gerade durch eine wirkliche Transformation, das Ende einer Lernaufgabe, einer Lebenslernaufgabe, einer karmischen Aufgabe lässt du jetzt hinter dir und gehst selber in die Transformation. Schauen wir doch mal hier unten, was ich ganz spannend finde. Karmische Lernaufgabe. Na, was haben wir denn da? Den Partner liegen. Herzlichen Glückwunsch. Also, kann sein, dass viele von euch wirklich hier einen Partner haben, egal ob schon feste Beziehungen oder nicht. Aber die Person, für die ihr romantische Gefühle habt, da ist tatsächlich eine Lernaufgabe mit dieser Person. Und die Person selber ist auch im Feld, im Haus der Lernaufgabe. Also auch für euer Gegenüber gibt es hier eine karmische Lernaufgabe. Spannend finde ich, dass du als Stier in der Transformation bist und das Karma hinter dir lässt, gleichzeitig dein Partner wiederum ist auf der letzten Stelle. Das bedeutet, er lässt ein ganzes Kapitel hinter sich und er ist jetzt auch bereit, in ein neues Kapitel zu gehen. Schauen wir mal, ob das gemeinsam ist oder wie sich die Situation hier so entwickelt. Finde ich aber sehr spannend. Ihr beide seid an dem Punkt, wo
ihr die Vergangenheit im Prinzip hinter euch lasst. Wahnsinn, das ist schon mal sehr spannend. Gucken wir erst noch mal so ein bisschen um dich herum. Unter dir, okay, da kommt was in den Fluss. Das können durchaus auch hier Finanzen sein, was sehr erfolgreich ist. Da gibt es ein Schlüsselerlebnis hier. Kommunikation, Verträge liegen da. Alles recht positiv, würde ich sagen. Also, ja, Finanzen, upsala, Finanzen, die eben, ja, da. Ja, ein Schlüsselerlebnis, also da passiert was, wo wirklich was aufgeht, wo was in den Fluss kommt, wo eventuell Kommunikation in den Fluss kommt. Vielleicht liegen da auch Verträge. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hier erstmal eine gute Linie. Wenn ich jetzt nochmal genau gucke, Verträge, Kommunikation ist im Haus der Klarheit, auch soweit schön. Also es gibt Klarheit in Kommunikation, in Verträgen. Ein Schlüsselmoment liegt im Haus der Gefühle, in der Liebe. Das heißt also, das Herzleben spielt hier quasi auch eine Rolle. Es gibt einen Schlüsselmoment im Gefühlsleben. Und hier haben wir, lass mich mal schauen, 32, normalerweise ist das, die Fische liegen im Haus des Mondes. Auch Mond sagt durchaus Erfolg. Das können auch, der Mond kann auch, das Haus des Mondes kann für Erfolg stehen. Aber auch für natürlich tiefe Gefühle, für Intuition, was auch immer das ist, das kommt hier in den Fluss. Und eben wenn es für den Erfolg steht, dann kann das durchaus auch sein, dass hier Finanzen in dem Monat sich bessern und einfach in den Fluss kommen. Du selber bist auch hier die Eckpfeiler, du bist im Eckpfeiler. Das bedeutet, das ist alles das, was in der Veränderung ist. Was ist denn in der Veränderung? Guck mal, wir haben hier das Thema Freundschaft und Vertrauen, was direkt auf dich gespiegelt ist. Also irgendwas mit dem Thema Vertrauen wird sich hier für dich verändern. Vielleicht gewinnst du an Vertrauen, Vertrauen in dich selbst vielleicht. Auch die Liebe, das Gefühlsleben, hier ist etwas in der Veränderung. Wobei, das hatten wir ja im Prinzip am Anfang hier schon mit dem Mann hier am Ende und dem Karma und der Verbindung und du auch in der Transformation. Sehr, sehr spannend. Und hier Gefühlsleben und die Fische. Das kann für tiefe Gefühle stehen, dass da tiefe Gefühle sind. Es kann auch dafür stehen, dass das Gefühlsleben wieder in den Fluss kommt, in den Flow kommt. Also grundsätzlich hier auch erstmal eine schöne Situation. Schauen wir mal auf die letzten vier Karten hier, die Schicksalslinie. Also es kann, spannend, guck mal, da haben wir eine Reise. Na, dürfen wir wieder reisen im April? Schauen wir mal. Also wir haben hier den Klee. Der Klee steht für das Glück. Es kann sein, dass da eine glückliche Reise ist oder eine positive Reise, die Glück bringt. Vielleicht planst du eine Reise. Wir haben hier den Bären. Der Bär steht für deine eigene Kraft, kann aber auch, und das sage ich immer wieder dazu, in diesem Kartendeck ist der Bär für mich eine Mutter. Also das ist, in dem anderen Kartendeck habe ich einen Eisbären und da ist es für mich immer der Vater, aber den Bären hier, den braunen Bären, sehe ich als Mama Bär. Vielleicht planst du hier zu deiner Mutter zu fahren, vielleicht ist da eine Reise geplant. Wir haben dann hier auch noch den Mann liegen, das Herzblatt. Vielleicht kommt der mit, könnte eine Deutung sein. Es kann aber auch sein, dass hier was in Fahrt kommt, dass was sich bewegt. Und das kann hier mit dieser Karte vor allem auch zu tun haben mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Stärke. Es kann sein, dass du in deine eigene Kraft, in deine eigene Stärke hier kommst. Das kann die Seelenreise sein, die du bis jetzt gemacht hast. Und du kommst hier in die eigene Kraft, in die eigene Stärke. Und da scheint auch eine Verknüpfung zu sein mit deinem Partner, was durchaus diese karmische Lektion sein kann, durch die du wahrscheinlich durch eine ganze Weile schon gegangen bist. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier das Herz im Haus der Partnerschaft. Da kann ich sehen, okay, die Liebe ist in der Partnerschaft. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass es hier weitergeht. Gucken wir mal weiter. Aber schaut mal hier. Ich sehe auch, dass sich da was verändert. Es verändert sich was im Gefühlsleben. Da wird eine Entscheidung getroffen. Es verändert sich was. Mit dem Baum hier, der für das Leben steht oder für alles, was verwurzelt ist, kann es nun tatsächlich sein, dass hier wirklich im Liebesleben was verwurzelt wird. Also wie gesagt, hier das Herz im Hause des Ringes sagt grundsätzlich aus, in dieser Partnerschaft, da ist auch die Liebe. Aber hier ist eine Veränderung, da kommt eine Transformation rein. Etwas, was vielleicht dann auch wirklich langfristig ist.
Wenn wir jetzt mal dem Herz folgen, da ist ein Schlüsselmoment, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? Schlüsselmoment. Dieser führt wiederum zum Glück, zu einem Neuanfang, vielleicht auch zu einem Kind. Wir haben das Kind, das für den Neuanfang steht, aber eben auch für Kinder. Für manche von euch kann es sein, dass wirklich in der Liebe, in der Partnerschaft ein Schlüsselmoment gibt, der Glück bringt, der jetzt, wo ihr sagt, hey, wir sind jetzt bereit für ein Kind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach nur, dass hier wirklich ein Neustart ist. Was auch wieder nicht verwunderlich ist, weil wir haben hier wirklich Neustart, Neustart überall liegen. Veränderung, Neustart. Ganz spannend. 6, 5, 4, 3. Ein Neustart, der Erfolg bringt mit dem Mond. Ein Neustart, der Anerkennung bringt. Gesehen werden. Das wiederum führt hier zur Harmonie. Also das, beziehungsweise die Lilien stehen für Harmonie, für Schönheit, für die Familie und für Sexualität. Eine ganz, ganz tolle Karte, auch für Ehrlichkeit. Also dieser Neustart, der hier kommt, dieses Gesehenwerden, der Erfolg, der dann eben auch wieder hier zu einer unfassbaren Harmonie führt, ganz, ganz spannend. Und da kommen wir dann auch direkt zur Klarheit. Also Wahnsinn. Und dann geht es hier weiter. Klarheit, klare Kommunikation liegt hier. Klare Kommunikation. Kommunikation über den Turm. Der Turm kann nun bedeuten das Gefühl von isoliert sein und alleine sein. Das kann auch ein Rückzug sein. Also vielleicht wird hier wirklich über Themen wie Rückzug, das Gefühl alleine zu sein in einer Sache, vielleicht wird da mal ehrlich drüber gesprochen, wie man sich quasi fühlt, dass man sich vielleicht ein bisschen isoliert, ein bisschen alleine fühlt. Vielleicht wird da auch ehrlich über einen Rückzug gesprochen, vielleicht braucht man ein bisschen Zeit miteinander, vielleicht miteinander, aber vielleicht auch, weil es der Rückzug ist, kann auch für eine Trennung hindeuten, wobei ich grundsätzlich, ich meine, hier ist eine Veränderung. Schauen wir mal, wo das hingeht. Moment, 16, 17, 18, 19. Das geht aber direkt zur positiven Veränderung. Hier eine positive Veränderung, die langfristig ist. Also, tatsächlich steht das natürlich auch für die Isolation, ne? Und wir sind gerade alle in Isolation. Also ehrliche Kommunikation während der Isolation könnte hier auch ein Thema sein. So oder so, ich habe das Gefühl, da kommt eine ehrliche Kommunikation, da kommt eine Klarheit rein. Und das wiederum führt zu einer positiven Veränderung. Und diese positive Veränderung ist langfristig. Wenn wir da jetzt mal weitergehen, da haben wir den Fuchs. Der Fuchs ist immer so ein bisschen knifflig und der geht dann auch nochmal hier zu der Schlange und der führt dann zum Kreuz. Okay, also da scheint was verwurzelt zu sein, eine knifflige Situation, wo man auch ein bisschen im Zwiespalt ist, wo man sich fragt, ist das so richtig? Ja, nein. Das kann zu tun haben hier mit einer anderen Frau. Das kann zu tun haben mit einer Mutter. Ich meine, wir haben hier die Mutter auch, aber grundsätzlich sage ich für die Schlange immer eine ältere Frau oder eine Mutter oder eine Rivalin. Das kann auch zu tun haben, grundsätzlich steht die Schlange für Komplikationen, Umwege, Verzögerungen. Also ja, das scheint es schon eine Situation zu geben, die sehr verwurzelt war, die sehr langfristig war. Wie gesagt, eigentlich haben wir hier grundsätzlich die Vergangenheit auch liegen, wobei ich das Gefühl habe, dass natürlich, wir haben es jetzt für den April gezogen. Dementsprechend habe ich das Gefühl, diese Wege, die ich hier gehe, das ist was, was im April definitiv stattfindet. Aber da wird viel verarbeitet, was aus der Vergangenheit ist. Und diese Situation, die hier war, eben eventuell mit einer anderen Frau, die ist sehr belastend. Aber das ist auch diese karmische Lernaufgabe. Die karmische Lernaufgabe, die auch hier mit dem Mann zu tun hat. Spannend. Also es könnte durchaus sein, dass da eben, wie gesagt, die andere Frau eine Rolle spielt oder eine Mutter oder eben grundsätzlich, dass da Komplikationen, Umwege sind. Bei dem Mann geht es darum, Dinge zu klären. Da geht es um Klärung einer Situation, auch manchmal um Streitgespräche, manchmal sehr hitzig. Aber da wird einiges geklärt. Um mal ganz kurz abzuweichen, in deinem Haus, wo du eigentlich wohnst, da sind noch Unklarheiten und Unsicherheiten. Aber hier, ich habe das Gefühl, es kommt Klarheit rein. Im Haus des Mannes ist, wie gesagt, die Klärung. Also für ihn, er muss da auch irgendwie einiges klären. 19, 11.
Hier haben wir den Verlust. Vielleicht muss da was in den Verlust gehen. In den Verlust gehen die Blockaden. Die Blockaden wiederum, 4, 3, 2, 1. Die Blockaden führen als nächstes zu den Blumen, was immer wie ein Geschenk ist. Also das kann sein, dass hier wirklich irgendwas in den Verlust geht, was eine große Blockade war. Das passiert jetzt im Frühjahr grundsätzlich. Das kann also grundsätzlich jetzt die gesamte Zeit des Frühjahrs betreffen. Grundsätzlich, aber mit den Blumen haben wir hier immer was sehr, sehr Positives liegen. Und spannend, guck mal, jetzt haben wir da, jetzt kommen wir zu dem Park. Also da ist auch irgendwas mit der Öffentlichkeit. Der Park ist immer die Öffentlichkeit. Das kann natürlich auch die Natur sein, eine öffentliche Situation. Und hier auch nochmal, dass etwas gekürzt wird. Kann sein, dass hier irgendwas in der Öffentlichkeit gekürzt wird. Okay. Wird die Isolation gekürzt oder wird mehr gekürzt, dass wir mehr isoliert sind? Das ist jetzt die Frage. Wir kommen danach zum Reiter. Also da bewegt sich was. Da bewegt sich was nach vorne. Da kommt vielleicht sogar eine Nachricht oder ein Treffen rein, aber es bewegt sich was. Und was bewegt sich? Es bewegt sich das Thema des Freundes, Vertrauen, Loyalität. Da kommt Bewegung rein. 16, 17, 18. Spannend. Ja, da kommt Bewegung rein und dann haben wir hier auch schon den Saat liegen mit einer Transformation, die dann hier wiederum dich betrifft. Schauen wir uns nochmal den Park an, denn der Park kann ja durchaus eben die öffentliche Situation, die wir jetzt gerade erleben, widerspiegeln. Also, da kommt, spannenderweise habe ich das, glaube ich, auch in den anderen Kartenlegungen bereits gehabt, dass immer der Sarg da dran ist. Und der Reiter, also Bewegung, Veränderung, Neustart. Vielleicht sehen wir wirklich da im April bereits eine Besserung der Situation, dass es da wieder vorangeht. Auch der Baum ist an der öffentlichen Situation dran hier. Der Baum kann auch für die Gesundheit stehen. Ich mache jetzt einmal die Karten. Tada, okay. Ich mache die Karten, was ich ja schon die ganze Zeit eigentlich mache. Die Tarotkarten einmal oben drauf. Wir haben die 6 der Schwerter. Da geht es darum, auf zu neuen Ufern. Neue Stabilität ist im Anmarsch. Die Chance wirklich auf was Stabiles, was Sicheres, was Festes. Aber es muss sich von einer Sache wegbewegt werden. Macht aber auch Sinn, denn hier bewegt sich einer weg. Neues Kapitel startet. Du bist in der Transformation. Du lässt das Karma hinter dir. Also es macht schon Sinn hier mit der Karte die 6 der Schwerter, wo man sich wirklich auch von einer Sache wegbewegt. Hier haben wir nochmal eine Entscheidung. Also das ist auch die Entscheidung, die wir hier am Herzen mit dran haben. Das heißt, eine Entscheidung wird nochmal getroffen, aber wichtig ist, dass da eine balancierte Entscheidung getroffen wird mit den 2 Schwertern, dass man eben den Kopf, den Verstand und die Emotionen in die Balance bringt und dann eine Entscheidung trifft. Ja, die Stärke, da geht es um innere Stärke durch Selbstkontrolle. Wie ich immer so schön sage, man hat ja so manchmal so seine Sätze pro Karte, aber da geht es darum, wirklich eine innere Kraft, eine innere Stärke zu zeigen, auch eine gewisse Art von Wachstum und Reife, die wir hier haben. Gleichzeitig sehe ich, mit dieser Karte habe ich schon das Gefühl, dass diese Situation hier sehr belastend war, denn die 4 Schwerter sagt, du brauchst eine Auszeit, du brauchst eine Auszeit, Meditation, zur Ruhe kommen, was auch immer dir hilft, wieder in die Balance zu kommen. Aber mit den 4 Schwertern, da war einiges, was doch sehr belastend war, wo du dich jetzt erstmal von erholen musst. Hier haben wir nochmal die Königin der Schwerter, welche auch sagt, okay, schneide dich von allem los, was dir nicht mehr dient. Alles, was dich nicht unterstützt, alles, was dich runterzieht. Die Königin der Schwerter ist sehr intelligent. Die Schwerter stehen für den Verstand, für die Gedanken, aber eben insbesondere diese Königin schneidet sich wirklich von allem los, was ihr nicht mehr dient und kommt damit dann auch wieder in eine höhere Schwingung. Die 4 der Stäbe, da geht es um das Leben feiern. Das Leben feiern, das Leben genießen mit Freunden, das ist auch sozial sein, das ist eine Hochzeit, also eine Feier, eine Zelebrierung. Eine ganz tolle Karte. Ich habe nur das Gefühl, die kommt, wenn wir jetzt hier mal so die Reihen lang gehen, wie ich die Karten auch auslege, da wird von einer Sache weggegangen. Es kommt die Möglichkeit auf neue Stabilität, wenn da eine Entscheidung getroffen wird, wo ihr in die Balance seid.
Denkt daran, seid stark, seid innerlich stark, was auch die Emotionen anbetrifft. Kontrolliert euch da. Eine Reife ist hier auch. Ihr braucht ein bisschen. Habt ihr gerade den Vogel gehört? Der war sehr laut, sehr, sehr schön. Haben wir jetzt auch noch Vogelmedizin hier. Ruhe ist notwendig nach den Strapazen der Reise, euch von Dingen weg abzuschneiden, sagt man das so? Ach, guck mal hier, die Liebenden. Abzuschneiden, die euch nicht mehr dienen, damit ihr auch wieder in eine höhere Schwingung hinkommt und das Leben einfach auch genießen könnt. So, was haben wir denn noch hier? Welches ist denn die nächste Karte, die rauskommt? Der Ritter der Stäbe. Damit könnt ihr es tatsächlich mit einem Feuerzeichen zu tun haben. Also, was haben wir? Widder, Löwe oder Schütze? Der Ritter der Stäbe ist grundsätzlich sehr leidenschaftlich und der prescht auch voran, um eben das zu erreichen, was er möchte. Damit könnte es auch sein, dass sich Dinge für euch nochmal bewegen, Sachen eben vorangehen. Hier sind noch Sachen aus der Vergangenheit, die hochkommen. Das sind Erinnerungen aus der Vergangenheit. Manchmal schließt die Sechs der Kelche auch ein, dass eben eine Person aus der Vergangenheit wieder hochkommt. Aber es können auch eben Erinnerungen aus der Vergangenheit sein, die da hochkommen. Schauen wir doch mal. Mit den sieben Münzen geht es darum, gibt allem Zeit zu wachsen. Ein Baum ist nicht in einer Woche gepflanzt und ausgewachsen. Wenn ihr einen Baum pflanzt, dann braucht er Zeit. Denk, du kannst den Prozess nicht beschleunigen. Die Früchte brauchen einfach Zeit, bis der Busch gewachsen ist, bis dann eben auch Früchte getragen werden können. Und das ist so, mach die Arbeit, die du machen kannst. Sei fleißig, sei bewusst. Aber wisse auch, dass manche Dinge einfach ein bisschen Zeit brauchen. Dann haben wir hier die nächste Karte. Guck mal, da geht es auch wieder darum, Schritt für Schritt, arbeite Schritt für Schritt an dem Erfolg, an dem, was du auch manifestieren möchtest hier auf der Erde. Es ist alles ein Prozess, spring nicht über Schritte, fokussiere dich auch aufs Detail, also gucke auch auf die kleinen Sachen. Und dann haben wir den Magier am Ende, der sagt, du bist bereit. Du bist bereit, das zu manifestieren, was du gerne möchtest. Du hast jetzt alle Hilfsmittel zur Verfügung, ob das jetzt innerliche sind oder äußerliche, also ob das Qualitäten sind, die in deinem Inneren sind, oder ob das äußerliche Hilfsmittel sind, um irgendwas zu bauen, zu basteln, wie auch immer. Du hast alles, was du brauchst. Du bist bereit. Wunderbar. So, ihr Lieben. Sagt mir doch mal, ob ihr damit resoniert habt. Wenn ja, unter diesem Video einmal in die Kommentare, Daumen hoch, abonniert den Kanal für weitere Videos. Sagt mir auch mal, wie ihr die Kombination findet mit Lenormand und den Tarotkarten. Und ich hoffe, ihr habt damit resoniert. Ich muss sagen, ich habe damit resoniert. Und ja, habt einen schönen Tag, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.